Jelis KOC28 hat ihre Meinung geändert. Vergangenes Jahr im Oktober wurden die ehemalige Kampf der Reality-Star-Teilnehmerin und ihr Ex-Freund Jimmy Blue Ochsenknecht 30 zum ersten Mal Eltern. Doch wie die Mama mehrfach erzählte, wolle der Schauspieler seine Tochter Snow Elanie nicht kennenlernen. Inzwischen ist der gebürtige Münchner auch wieder in einer neuen Beziehung. Jetzt meinte Jelis, dass Jimmy seine Freundin Laura Marie zu Hause lassen soll, wenn er seine Tochter sehen will. Bisher hatte die gebürtige Hannoveranerin immer versichert, dass der Vater ihres Kindes seine neue Herzdame einfach mitbringen könnte, wenn er Snow einen Besuch abstatten will. Doch offenbar sieht Jelis das inzwischen anders. Im Gespräch mit ihrer Schwester Phyllis, 35, für ihren Podcast Bad Boss Moms erzählte sie nun, ich habe etwas an meiner Meinung geändert, wenn er kommt, möchte ich nicht mehr, dass er mit seiner Freundin kommt. Ich glaube, dass ihn das auch davon abhält. Die 28-Jährige berichtete zudem, dass Jimmy ihr seine neue Freundin beim gemeinsamen Gerichtstermin nicht einmal vorgestellt habe. Mittlerweile würden die einstige Bachelor-Kandidatin auch sehr viele Nachrichten von Fans erreichen, die ihren Unmut über das Verhalten des 30-Jährigen zum Ausdruck bringen. So schreiben viele Nutzer beispielsweise, dass Jimmy ihrer Meinung nach nicht mehr das Recht haben sollte, sein Kind kennenzulernen. Ich denke mir, egal auf das Hin und Her, trotzdem sieht sie ihn dann mal, teilte die Single-Mama ihre Gedanken mit.